Ja, moin moin und herzlich willkommen hier bei tariftipp.de aus Hamburg zum Test des Samsung Galaxy A3 2017 und A5 2017. Ja, wir haben uns entschieden, diese beiden Smartphones in einem Video zu testen, quasi gegeneinander antreten zu lassen, weil sie doch relativ viele Ähnlichkeiten haben. Aber wie ihr sehen werdet, innerhalb dieses Videos gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede, auf die wir hier eingehen wollen. Ja, die A-Klasse ist ja die Mittelklasse von Samsung und seit ihrem Erscheinen vor etwa 2,5 Jahren sehr, sehr erfolgreich. Das liegt natürlich daran, dass diese Smartphones im Gegensatz zur S-Klasse, also zu den High-End-Smartphones von Samsung, doch günstiger sind. Und ja, ob es sich es lohnt, zu einem dieser beiden Smartphones zu greifen, das klären wir in diesem Test. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und schon geht's los. Ja, als erstes wollen wir mal schauen, was Samsung denn diesen beiden Mittelklasse-Smartphones alles so in die Verpackung, in den Lieferumfang tut. Wir nehmen mal beispielhaft das A3. Der Lieferumfang bei beiden Smartphones ist nämlich exakt identisch. Ihr habt neben dem Smartphone selbst hier eine Kurzanleitung, Garantiehinweise. Dann ist dabei ein USB-Daten- und Ladekabel vom Typ C, also der neuere Standard, samt eines Stromladeadapters, und dabei ist auch noch ein Kopfhörer, den habe ich mir natürlich schon in Ruhe angehört, werde ich später auch noch mal näher drauf eingehen. Ich finde ihn ziemlich gut, ist ein In-Ear, den man ins Ohr stopfen muss, und wie gesagt, finde ich, klingt sehr gut. Ja, der Unterschied im Lieferumfang des A5 ist eigentlich nur, dass der Stromadapter hier Quick Charge fähig ist, das heißt, ihr könnt den Akku schneller laden als beim A3, ansonsten ist der Lieferumfang identisch. Ja, schon die Vorgänger der A-Klasse von Samsung wurden ja in Sachen Verarbeitung und Wertigkeit in den höchsten Tönen gelobt, völlig zu Recht, wie wir finden. Und auch die 2017er Modelle hier stehen dem in nichts nach, sind wirklich hervorragend verarbeitet. Die Vorder- und Rückseite sind jeweils aus Glas. Wir haben natürlich einen Metallrahmen. Hier auf unserem Drehtisch seht ihr das A5 und da hinten unscharf das A3, das natürlich aufgrund des kleineren Displays etwas kompakter daherkommt. Bevor wir uns die Displays der beiden A-Modelle hier nochmal genauer anschauen, will ich euch nochmal einen Eindruck geben, wie groß eigentlich die Unterschiede sind bezüglich der Handlichkeit. Hier seht ihr die beiden Smartphones im Vergleich. Das A3 ist doch merklich kompakter geraten, liegt daher auch besser in der Hand. Beide Handys sind aufgrund ihrer Glasoberfläche für meine Begriffe ein bisschen rutschig, ehrlich gesagt. Also mir sind sie doch das eine oder andere Mal aus der Hand gefallen. Dafür aber, wie eben schon gesagt, macht sie natürlich auch einen edlen Eindruck. Ja, das Display des A5 hat ein 5,2 Zoll Display in Super AMOLED-Technik und löst in Full HD auf, also 1920x1080 Pixel, und kommt damit auf eine Pixeldichte von 424 ppi. Wie ihr seht, ist auch die Blickwinkelstabilität sehr, sehr gut. Das A3 hingegen hat einen kleineren Bildschirm, nämlich 4,7 Zoll, werdet ihr gleich sehen. Achso, ja, zur Helligkeit, genau. Die ist bei beiden Modellen auch sehr, sehr gut. Wir haben hier über 500 Candela gemessen und das ist natürlich ein guter Wert. Jetzt zum A3, wie gesagt, 4,7 Zoll, dann in HD-Auflösung, also 1280x720 Pixel. Nicht ganz so stark wie das A5. Die Pixeldichte beträgt demnach hier auch nur 312 ppi. Das reicht aber für ein 4,7 Zoll Display, also Pixel konnten wir nicht erkennen. Und auch dieses Smartphone ist schön hell und auch logischerweise, weil das ja auch ein Super AMOLED-Display ist, in Sachen Blinkwinkelstabilität sehr gut, und auch die Spiegelung halten sich bei beiden Smartphones angenehm in Grenzen. Jo, weiter geht's mit der Bedienbarkeit. Die Bedienelemente sind ein bisschen anders als bei anderen Smartphones. Hier habt ihr nämlich auf der rechten Seite nur die Lautstärke-Wippe. Der An- und Ausschalter ist gegenüber und hier seht ihr auch schon den Lautsprecher, der auch untypisch für Samsung an der Seite untergebracht ist. Das SIM-Fach ist oben, auch nicht gerade typisch. Unten haben wir dann den USB-Typ-C Anschluss und den 3,5 mm Klinkenanschluss für den Kopfhörer. Ja, hier ist der Home-Button und darin verbaut ist auch der Fingerabdrucksensor bei beiden Geräten. Das ist natürlich klasse. Und ansonsten, was ist noch zu sagen zum Thema Bedienung? Wir haben natürlich hier Android installiert, und zwar in der nicht mehr ganz so frischen Version 6.0.1. Wann jetzt Android 7 genau kommen wird, steht noch nicht fest, aber wird auf jeden Fall geben für diese beiden Modelle. Insofern seid ihr da auch auf der sicheren Seite.
Ja, was ist noch zu sagen? Ich sagte ja vorhin schon, das A3 ist kompakter mit einer Bauhöhe von nur 135 mm und einer Bautiefe von 7,9 mm. Das A5 ist mit 146 mm ein kleines Tick höher. In Sachen Performance und Ausstattung ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen hier eigentlich gar nicht so groß, wie man denken könnte. Hier seht ihr den AnTuTu Benchmark-Wert für das A5, 60.962 Punkte, und beim A3 sind 46.551. Beide Smartphones haben einen hauseigenen Exynos-Prozessor von Samsung, nämlich das 7880 beim A5 und den 7870 beim A3. Und ja, insofern, wie gesagt, die Unterschiede sind nicht groß, wie wir das eigentlich vermutet hätten. Ja, sowohl das Galaxy A5 2017 als auch das A3 2017 sind beide gegen Wasser und Staub nach IP68 geschützt. Das ist ein Novum in dieser Mittelklasse. Das ist ja eigentlich eher High-End-Smartphones vorbehalten, dieses Feature. Hier nochmal die Kopfhörer. Sagte ich ja vorhin schon, das sind In-Ears, die ihr euch in euer Ohr stopfen müsst, sind schön basslastig und lösen gut auf. Die internen Lautsprecher hier an der Seite klingen ja eher mittelmäßig. Das A5 fand ich klang irgendwie ein bisschen besser. Wahrscheinlich sind es die gleichen Lautsprecher. Kann ich mir auch eingebildet haben. Aber das geht schon bei beiden Smartphones so in Ordnung. Ja, der nächste Unterschied bei den beiden Smartphones findet sich im internen Speicher. Beim A5 sind es immerhin 32 GB internen Speicher, den ihr dann auch per MicroSD noch erweitern könnt. MicroSD-Karte um bis zu 256 GB. Hier, das ist übrigens kein Dual-SIM-Schacht, da passt nur die MicroSD und eine Nano-SIM rein. Beim A3 haben wir dann leider nur 16 GB internen Speicher, das ist schon ein bisschen wenig. Aber gut, auch hier könnt ihr eine MicroSD einlegen und auch diesen Speicher um bis zu 256 GB erweitern. Auch hier haben wir kein Dual-SIM. Ja, die Akkus sind natürlich bei beiden Modellen fest verbaut, sind ja Unibody-Gehäuse. Beim A5 haben wir einen 3000 mAh starken Akku, der per Quick Charge, per Fast Charge schnell ladbar ist. Das hat zu einer Laufzeit von etwa 690 Minuten geführt. Beim A3 haben wir eine Akkukapazität von 2350 mAh. Dieser Akku ist leider nicht Quick Charge fähig, aber aufgrund des kleinen Displays haben wir hier noch bessere Akkulaufzeiten hinbekommen, nämlich 710 Minuten mit einer Akkuladung. Das ist doch eine ganze Menge, muss ich sagen. Und auch im Standby haben beide Smartphones gute Werte hingelegt, zu etwa 600 Stunden. Insofern, was den Akku angeht, gibt es hier wirklich überhaupt gar nichts zu meckern. So, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich zu den Kameras. Hier seht ihr die beiden Hauptkameras beider Modelle. Hier gibt es den nächsten Unterschied. Das A5 hat nämlich eine 16-Megapixel-Linse und das A3 nur eine 13-Megapixel-Linse. Auch bei der Frontkamera haben wir diesen Unterschied. Da haben wir auch beim A5 auch eine 16-Megapixel-Linse. Das ist für eine Frontkamera erstaunlich viel. Und beim A3 ist es eine 8-Megapixel-Frontkamera. Ja, ich wollte euch noch mal kurz zeigen, das habe ich vorhin vergessen bei der Bedienung, wie das Schnittstellenmenü aussieht. Hier bei beiden Modellen ist es identisch. Wenn ihr also euch dafür interessiert, habt ihr das auch gesehen. Jetzt wollen wir noch mal einen Blick auf die Kamera-App werfen. Die ist auch bei beiden Modellen identisch aufgebaut. Finde ich sehr gut mittlerweile, die Kamera-App von Samsung. Früher fand ich das immer ein bisschen unaufgeräumt, sage ich mal. Jetzt könnt ihr hier mit einem Wisch nach links die zur Verfügung stehenden Modi aufrufen. Wie ihr seht, gibt es da auch einen Profi-Modus, eine Zeitlupe und so weiter. Und wenn ihr nach rechts wischt, dann könnt ihr zu den ja, Effekten rüberscrollen. Das ist standardmäßig natürlich auf keinen Effekt hier eingestellt. Es gibt auch Beauty-Effekte für diejenigen von euch, die gerne Selfie schießen oder sich so ein bisschen verschönern wollen. Ja, hier oben rechts geht es zu den Einstellungen. Ja, wie gesagt, beim A5 haben wir halt eine Bildgröße von maximal 16 Megapixel. Videos könnt ihr hier maximal in Full HD drehen. Das ist übrigens auch beim A3er-Modell der Fall. Beide drehen hier Full HD-Videos mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Ansonsten sind diese beiden Apps logischerweise völlig identisch bei beiden Smartphones. Ich swipe hier nochmal ein bisschen in der Gegend rum, damit ihr mir das auch glaubt. Wie gesagt, ich bin sehr gut damit klargekommen mit dieser App. Und ja, wie die Aufnahmen geworden sind, das werden wir uns jetzt gleich mal schön gemeinsam in aller Ruhe anschauen. Da haben wir wirklich diesmal ein paar mehr Aufnahmen für euch zusammengestellt. Ja, wir beginnen mit Testaufnahmen des Galaxy A5 2017. Ja, wie gesagt, eine 16-Megapixel-Linse. Die Blende beträgt hier
die maximale, also beziehungsweise die Offenblende F1.9, da kriegt ihr also auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Ergebnisse hin. Es gibt auch einen Bildstabilisator an Bord. Eben, das war übrigens eine Selfie-Aufnahme, wie ihr unschwer erkennen konntet. Und ich muss sagen, ich bin doch recht begeistert von den Ergebnissen hier. Eine Blitzlichtaufnahme im Innenbereich und auch Lowlight-Aufnahmen hier. Die sind alle sehr, sehr gut gelungen. Insofern, ja, die Kameraperformance des A5 2017 wirklich hervorragend. Hier nochmal eine Blitzlichtaufnahme, die ist für meinen Geschmack ein klein Tick zu dunkel, ein klein Tick zu dunkel geraten. Ja, hier ein Video in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Auch das finde ich sehr schön. Die Farben sind schön natürlich und das Ganze kommt schön scharf rüber. Ja, und jetzt das gleiche mit den Testbildern vom Samsung Galaxy A3 2017. Da könnte man ja jetzt vermuten, dass die Kamera ein bisschen schlechtere Ergebnisse liefert, vor allem die Selfie-Kamera. Da muss ich aber sagen, da war ich positiv überrascht. Auch diese Kamera mit ihrer Auflösung von 13 Megapixeln hat hier ganz gute Arbeit geleistet. Das Selfie hat einen kleinen Gelbstich, finde ich. Aber ansonsten sind die Aufnahmen auch hier beim A3 2017 alles schön scharf geworden, sehr detailreich, auch an den Bildrändern. Das ist ja oft ein Problem bei Smartphones. Und auch hier diese Innenraumaufnahmen hier mal ohne Blitz, bei eher weniger Licht sind alle, finde ich, ziemlich gut geworden. Also das hat mich schon überrascht, dass diese beiden Knipsen so ziemlich auf einem Niveau sind. Hier noch eine Blitzlichtaufnahme. Und auch das Testvideo, was wir mit dem A3 2017 gedreht haben, hat mich überzeugt. Es gibt hier zwar keinen Bildstabilisator, aber trotzdem sind die Farben hier auch genauso natürlich wie beim A5. Und auch die Bildschärfe ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, mein subjektiver Eindruck zumindest kein Deut schlechter. Und wie immer könnt ihr euch alle Testaufnahmen und auch die Testvideos in Ruhe auf tariftipp.de ansehen und downloaden. So, und damit kommen wir dann auch schon wieder zum Fazit zum Samsung Galaxy A3 2017 bzw. A5 2017. Gut gefallen hat mir bei beiden Modellen die wirklich klasse Verarbeitung, die gute Kamera, wie eben gesehen, und vor allem die sehr gute Akkulaufzeit. Außerdem haben diese beiden Smartphones einen Wasser- und Staubschutz sowie einen Fingerabdrucksensor und natürlich auch LTE. Zusätzlich positiv aufgefallen ist mir beim A5 das scharfe Full-HD-Display und dass der Akku per Quick-Charge schnell aufladbar ist. Beim A3 hingegen ist aufgrund des kleineren Displays als Vorteil noch zu nennen, dass dieses Smartphone wirklich sehr, sehr kompakt ist und damit schön in der Hand liegt. Ja, als Kontrapunkte, ja, so viel gibt es da gar nicht. Was mir aufgefallen ist, das konntet ihr, glaube ich, auch in dem Video an der einen oder anderen Stelle erkennen, aufgrund der Glasoberfläche, die zugegebenermaßen sehr, sehr schick ist, ist natürlich die Anfälligkeit für Fingerabdrücke leider gegeben. Man muss dieses Smartphone doch öfter mal wieder ein bisschen polieren. Und außerdem, wegen der glatten Oberfläche, ist mir das Smartphone oder beide Smartphones, vor allem das A5, öfter mal aus der Hand gerutscht. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu paddelig mich angestellt habe, aber wie gesagt, ist mir halt aufgefallen. Ja, zwei Nachteile noch speziell zum A3. Der Akku ist hier eben ohne Fast Charge ausgerüstet und der interne Speicher mit 16 GB ein bisschen klein. Da könnt ihr ja aber, wie gesagt, eine MicroSD-Karte reinlegen und dann ist dieses Problem aus der Welt. Ja, das soll es gewesen sein von unserer Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt über diese beiden Smartphones. Grüße euch aus Hamburg und sage Tschüss und bis bald. Thank you.